Schwimmen lernen ist ein Menschenrecht. Das hat bis heute Gültigkeit. Und dieses Menschenrecht heißt auch, dass Kinder selbstständig werden. Irgendwann wird es ja hoffentlich so weit sein, dass sowohl die Bäder wieder öffnen und auch die Vereine wieder in die Bäder dürfen. Dass es einfach Wasserzeiten gibt für die Vereine, vor allen Dingen für die Kleinsten. Und hoffen, dass damit unseren Vereinen irgendwie geholfen wird und wir mehr Wasserzeiten bekommen können. Der Berliner Schwimmverband hat gemeinsam mit dem Landessportbund, mit der DLRG und der Senatsbildungsverwaltung die Initiative Swimming Saves My Life ins Leben gerufen. Die Kinder im September mit dem Schwimmenlernen anfangen und dann im Juni das Schwimmen halbwegs sicher können, sodass die Eltern im Sommer mit ihren Kindern normal in den Urlaub fahren können und sich sicher sein können, dass die Kinder Spaß und sicher baden gehen können. Das heißt, wir wollen mit besonderen Rahmenbedingungen nach der Pandemie den Kindern ermöglichen, sich selber das Leben retten zu können, indem sie schwimmen lernen. Zum Sommer irgendwie den Kindern noch das Schwimmen beibringen können. Dass sie die Möglichkeit bekommen, mit Freunden auch mal am Nachmittag ins Freibad gehen zu können. Dass das Kitaschwimmen wieder aufgenommen wird und dass halt diese ganzen Schwimmlernkurse wieder stattfinden dürfen.